hier ist Rick. Heute möchte ich gerne das Thema Potenzen für dich nochmal zusammenfassen. Ich habe eine Übersicht gebaut und es ist, ich glaube, ich kann so sagen, die schönste Übersicht, die zum Thema Potenzen im Internet gibt. Ich erkläre dir gleich, was ist eine Potenz, wie funktionieren Potenzsätze, was mache ich eigentlich, wenn ich einem negativen Exponenten über den Weg laufe und oh mein Gott, was passiert, wenn da oben irgendwie ein Bruch auftaucht? Das alle zeige ich dir gleich in diesem wunderschönen Tafelbild. Ich würde sagen, geil, ich habe richtig Bock, los geht's. Auf diesem Tafelbild stehen gleich alle wichtigen Dinge, die zum Thema Potenzen zu wissen gibt. Die Schwerpunkte sind Potenz, was ist das eigentlich? Dann die Potenzsätze. Was passiert eigentlich, wenn die Exponenten negativ werden? Ja, da hat man ja immer ein bisschen Bauchschmerzen. Das gleiche gilt für gebrochene Exponenten. Schauen wir uns alles in Ruhe an. Zunächst einmal aber die Frage, Potenz, was ist das eigentlich? Und da würde ich sagen, schreibt man das gerne so auf. A hoch B. A ist eine Zahl und die Zahl nennen wir auch Basis und B heißt Exponent. B heißt Exponent. Das bedeutet, die Zahl A wird mit sich selbst mal genommen. Immer und immer wieder und zwar insgesamt B mal. Und für B kannst du auch irgendeine beliebige Zahl einsetzen. Zum Beispiel 2 hoch 4. Ja, die Basis heißt 2. Der Exponent heißt 4. Ja, wenn du im Unterricht da mal gefragt wirst oder so, sag das ruhig so. Sag Basis und Exponent. Freut sich der Lehrer oder die Lehrerin. Was passiert ist, dass die 2 mit sich multipliziert wird. Und zwar 4 mal. Nehme die 2. Multipliziere sie mit sich selbst und zwar wie oft? 4 mal. 1, 2, 3, 4. Was passiert? Es kommt eine neue Zahl raus. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16. Das heißt, 2 hoch 4 ist nichts weiter als 16. Genauso gut kann man jetzt auch 2 hoch 5, 2 hoch 6, 2 hoch 10, 2 hoch 100, 2 hoch 1000 ausrechnen. Dann gibt es zum Rechnen mit Potenzen sogenannte Potenzsätze. Davon gibt es 5 Stück und die sehen so aus. Nicht gleich ausrasten, ich schaue sie mir alle ganz in Ruhe nochmal an. Wenn du 2 Potenzen hast, die den gleichen Exponenten haben und die werden mal genommen, dann kannst du einfach die Basis beibehalten und die Exponenten addieren. Das heißt, du hast hier ein m, ja, hier auch, und hier ein n, hier auch. Das heißt, du rechnest einfach m plus n. Ja, Potenzen mit gleichen Basen werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Ja, so ähnlich ist es, wenn die Basis gleich ist und die Potenzen dividiert werden, also geteilt gerechnet werden. Dann nehme ich mir das m und das n und ziehe die beiden Zahlen voneinander ab. Also errechne m minus n. Ja, Potenzen mit gleichen Basen werden dividiert, also geteilt, indem man die Basis beibehält, Basis bleibt dabei, und ich rechne m minus n. Also bei dem ersten Potenzsatz muss ich die Exponenten plus rechnen, beim zweiten Potenzsatz muss ich die Exponenten minus rechnen. Wenn die Exponenten jetzt gleich sind, hier zum Beispiel m und m, dann kann ich, wenn ich multiplizieren will, einfach mir die Basis nehmen, Basis a und Basis b, und rechne die beiden Basen mal, also a mal b, ja, und lass dann den Exponenten hier oben stehen. Potenzen mit gleichen Exponenten werden multipliziert, indem die Basen multipliziert werden. Wenn die Exponenten gleich sind und wir dividieren, ja, das soll hier geteilt durch sein, dann lasse ich auch einfach wieder den Exponenten stehen und teile die Basen. Habe also hier a und hier b und rechne dann einfach a durch b. Potenzen mit gleichen Exponenten werden dividiert, indem man die Basen dividiert, also durchrechnet und den Exponenten einfach da oben stehen lässt. Ein schönes Potenzgesetz ist noch das letzte. Potenzen werden potenziert, also wenn ich 2 Exponenten habe, einmal m und einmal n, dann kann ich das tun, indem ich die Exponenten multipliziere, also m mal n rechne. Potenzen werden potenziert, indem die Exponenten multipliziert werden.
Dann schauen wir uns die negativen Exponenten an. Was passiert also, wenn ich sowas hier habe? A hoch minus b. Dann ist das nichts weiter als 1 durch a hoch b. Also die Basis bleibt hier ganz normal bestehen. Der Exponent auch, b, mit dem einzigen kleinen, aber feinen Unterschied, dass die ganze Potenz in den Nenner geht. Ja? Das heißt, minus im Exponenten heißt, die Potenz wechselt die Etage. Was du dir also merken kannst, wenn du einen negativen Exponenten hast, dann wechselt die Potenz die Etage. Zum Beispiel, du hast sowas wie 2 hoch minus 3. Dann ist das gleiche wie 1 durch 2 hoch 3. Und das ist dann ein Achtel. Warum? Weil 2 mal 2 mal 2 8 ist. Das Minuszeichen hier, das Minuszeichen, sorgt also dafür, dass die 2 hoch 3 unten steht. Das meine ich mit wechselt die Etage. Das gleiche kann auch passieren, wenn die Potenz schon im Nenner steht. Sowas also wie 1 durch 2 hoch minus 4. Ja? Dann geht die 2 hoch minus 4 nach oben und übrig bleibt 2 hoch 4. Ja, auch einfach die Etage wechselt. Ich habe jetzt hier minus 4, ja, und dann steht die 2 hoch 4 plötzlich oben. Und 2 hoch 4 ist wieder, wie wir sehen können, oben 16. Ja? Also, negativer Exponent bedeutet, die ganze Potenz wechselt die Etage. Vom Zähler oben in den Nenner unten oder vom Nenner unten in den Zähler oben. Je nachdem. Ja? Das ist einfach nur eine Umschreibung. Negative Exponenten sind eine Umschreibung. Ja? Einfach nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Und so ähnlich ist es auch bei gebrochenen Exponenten. Das fällt ja vielen Schülerinnen und Schülern wahnsinnig schwer. Ist aber auch nur eine Umschreibung. Ich habe sowas wie a hoch p durch q. Dann ist das gleiche wie q te Wurzel aus a hoch p. Ich nehme also hier das q, das ist der Wurzelexponent, und das p hier im Zähler ist dann der Exponent an dem a unter der Wurzel. Ja. Können wir noch ein Beispiel angucken. Zum Beispiel 8 hoch 3 halbe ist dann zweite Wurzel aus 8 hoch 3. Ja. Die 2 hier taucht hier auf und die 3 taucht hier auf. Das muss man am Anfang einfach so zur Kenntnis nehmen. Einfach auswendig lernen und dann ein paar Mal machen. Und dann schleift sich das ganz, ganz schnell ein. Manchmal verwechselt man noch P und Q. Was steht eigentlich oben, was steht eigentlich unten? Einfach am besten irgendwie merken. Keine Ahnung. Ne? 4 hoch 7 Drittel mache ich mal noch. Ne? Das ist eine dritte Wurzel aus 4 hoch 7. Ne? Die 3, die taucht wieder hier auf. Und die 7 entsprechend hier. Basis bleibt dann einfach erhalten. Ja? Was du dir voll gut merken kannst bei diesen beiden unteren Blöcken, negative Exponenten haben etwas mit Brüchen zu tun. Brüche. Gebrochene Exponenten haben etwas mit Wurzeln zu tun. Ja? Brüche und Wurzeln kann man jeweils wunderbar als Potenzen schreiben. Du siehst also, dass man sowohl Brüche als auch Wurzeln als Potenzen schreiben kann. Das heißt, Potenzen sind insgesamt ein sehr, sehr zentrales Thema in der Mathematik. Ja, also man braucht sie immer mal wieder irgendwo. Ich würde mich also wahnsinnig freuen, wenn du dieses Tafelbild auf dem Schirm hast, immer wenn es darum geht, was ist eine Potenz und was soll ich eigentlich damit anstellen? Und vielleicht sagst du dir jetzt, geil, ich hätte gerne nochmal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Und dann sag dir, easy, los geht's. Potenzen sind Rechenoperationen einer Zahl mit sich selbst. Die Basis einer Potenz gibt an, welche Zahl mit sich selbst multipliziert wird. Der Exponent gibt an, wie oft das passiert. Also 2 hoch 3 heißt 2 mal 2 mal 2 und das ist 8. Das ist eine Potenz. Beim Rechnen mit Potenzen musst du verschiedene Regeln beachten. Diese Regeln nennt man Potenzsätze. Davon gibt es 5 Stück. Wenn im Exponent ein negatives Vorzeichen auftaucht, schreibst du die Potenz einfach nur in die andere Etage. Also wenn die Potenz oben im Zähler steht, schreibst du sie in den Nenner. Wenn die Potenz unten im Nenner steht, schreibst du sie in den Zähler. Wenn oben im Exponenten ein Bruchstrich auftaucht, also ein Bruch, eine gebrochene Zahl, dann kannst du das als Wurzel umschreiben. Das ist ein bisschen komisch, funktioniert aber eigentlich ganz gut. Vielleicht sagst du dir jetzt sowas wie,
geil, ich hab's verstanden und das ging auch noch verdammt schnell. Und dann würde ich sagen, cool, freue mich darüber. Weil das ist das, was ich mit diesem Channel erreichen möchte. Ein gutes Verständnis in einer kurzen Zeit. Ich mache regelmäßig solche Mathe-Videos. Wenn du möchtest, abonniere gerne diesen Channel. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick. Juhu. Oh, Schuhe anziehen.